Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich heute ganz sehr, die Karin von Karin und Alberto hier neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Karin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Silke, ich freue mich total. Ich bin so gern mit dir im Gespräch. Es macht mir Freude. Ja, die Karin ist heute das erste Mal dabei. Ich hatte ja schon viele Interviewpartner hier auf meinem Kanal. Und Karin und ich, wir kennen uns eigentlich schon länger, also aber eher so, dass wir voneinander gelesen. Du hast Videos von mir gesehen. Ich habe schon vor ganz langer Zeit Beiträge von euch gelesen. Also weil ihr kommt ja auch aus der Rohkostszene. Ihr wart ja da mit Rohkostpioniere in Deutschland, ne, damals. Ja, also so ziemlich am Anfang. Pioniere ist immer so eine Sache, wie wir vorhin auch gesagt haben, weil Pioniere sind eigentlich die Altmeister. Und die werden ja oft gar nicht mehr erwähnt, aber Rohkost gibt es, seitdem es Menschen gibt. Ja. Aber ihr habt das so in Deutschland, ihr habt da Vorträge gemacht, Beiträge geschrieben. Genau. Wir haben damals noch in den Wurzelkongressen mitgeredet, also als der Michael Delias die noch in Nürnberg gemacht hat, der da Riesenkongresse gemacht. Der hat ja auch, die Wurzel ist ja eine Rohkostzeitschrift, also ich glaube, das war die einzigste und erste Rohkostzeitschrift in Deutschland, die der Michael in die Wege gebracht hat. Und damals kamen wir wirklich noch mit unserem alten Camper von Italien nach Deutschland und haben dort auch Vorträge gehalten, ja. Dazu machen wir auf alle Fälle auch nochmal ein Video, wie eure Umstellung, wie ihr überhaupt auf Rohkost gekommen seid. Das ist auch, da können wir nochmal ein ganzes Video füllen und eigentlich noch mehr. Heute habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht. Wir hatten ja letztens schon mal für dein, also du bist ja auch auf YouTube oder ihr, Karin Alberto, ihr seid auf YouTube, ihr seid auf Instagram und Facebook. Also für alle, die sich für euch interessieren, dort auf diesem Plattform findet ihr die Karin. Karin hat auch kürzlich auf ihrem Kanal ein Interview mit mir gemacht. Da ging es um ganz besondere Werkzeuge für die ganzheitliche Entgiftung. Ja. Findet ihr auf Karins Kanal. Ich werde es auch oben in den Infokarten verlinken. Das Video kann ich auch verlinken. Ja. Und da haben wir uns natürlich jetzt ja in letzter Zeit sehr intensiv ausgetauscht, auch privat. Und da hat die Karin mir so einiges aus ihrem Leben berichtet, unter anderem, das war glaube 2020, seid ihr von Deutschland ausgewandert und nicht einfach so, wie das die meisten machen, irgendwo hinfliegen, ins Auto setzen, losfahren. Ihr habt das Auswandern wörtlich genommen und seid einfach losgelaufen. Ja, losgelaufen, wirklich losgewandert. Und da gebe ich jetzt gleich mal an dich ab und ja, beschreib einfach mal, von wo aus seid ihr losgelaufen oder erstmal, wie kam der Wunsch, jetzt wirklich auszuwandern? Von wo aus seid ihr losgelaufen und was und wohin seid ihr gelaufen? Dass wir erstmal das so ein bisschen ansprechen. Also der Wunsch zu laufen, der bestand schon lange, weil wir beide laufen sehr gerne. Wir sind Wanderer, also wir wandern, wir laufen gerne und bewegen uns gerne in der Natur, weil wir festgestellt haben, wir haben früher ein Tandem gehabt zusammen. Da bist du schneller, aber mit dem Laufen siehst du alles. Du siehst jede kleine Mücke, jedes kleine Tierchen. Du siehst jede Blume am Wegesrand, die du sonst nicht sehen würdest. Und das fasziniert uns und das ist einfach unser Leben. Und auch dieses Mal stillstehen können und einfach nur genießen. Und Alberto, muss ich sagen, hat ein absolutes Fotogen. Er ist Fotograf und der fotografiert Dinge, die ich dann noch nicht mal sehe. Und dadurch ist das natürlich ein großer Mehrwert. Der Wunsch, zu wandern, große Strecken zu laufen, kam schon sehr früh. Und wir wollten eigentlich von Nürnberg nach Italien laufen. Und Alberto ist Italiener, wir sind vom Gardasee, haben viel dort schon gelebt auch. Und wir wollten einfach diese Strecke laufen. Nürnberg, Italien. Mit einem Hund, den wir hatten, immer von unserem Freund. Das war eigentlich unser Hund, der hat viel bei uns verbracht. Da haben wir gedacht, den nehmen wir mit, weil das ist genau der richtige Wegesbegleiter. Und dann ist der Hund leider viel zu früh gestorben. Und dann war irgendwie die Idee, die war so mit dem Hund verknüpft, dass er dann, das haben wir dann gelassen, weil das war irgendwie wie so ein Schmerz, der dann immer in der Idee gesteckt hat. Wir sind dann nach Berlin gezogen und haben 3 Jahre in Berlin gelebt. Und für mich war die Zeit in Berlin eigentlich schon sehr schnell vorbei, weil ich bin ein absoluter Naturmensch. Ich lebe am liebsten in der Natur. Ich mag die Stille und ich bin sehr feinfühlig. Und ich habe selbst, wir haben außerhalb gewohnt von Berlin in Lichterfelde Ost. Ich habe die Vibration der Stadt, habe ich gehört. Ich habe die gespürt unter meinen Füßen und das war dann irgendwann zu viel. Aber Alberto musste noch ganz viele Fotos machen, also 3 Jahre waren wir dort. Und dann kam die erste Pandemie, also kam die Pandemie und der Shutdown, der erste. Und das war so ein Moment, wir hatten damals schon ja sehr minimalistisch gelebt. Wir haben in einer 36 Quadratmeter Wohnung gelebt, wir beide. Wir hatten schon alles
abgespeckt. Wir sind eigentlich, wir hatten dann schon keine Möbel mehr, kein nichts, nur das, was wir anhatten und so ein paar Bücher vor allen Dingen und Sachen, die uns lieb waren. Aber wir waren wirklich auf dem Weg zum absoluten Minimalismus, weil wir eben frei sein wollten. Und in der ersten Pandemie haben wir diese Initiative ergriffen und haben unsere Gesundheits- und Ernährungslückenberatung, wie wir uns immer genannt haben, ins Internet verlegt, weil wir gedacht haben, dann sind wir frei. Wir können dann hingehen und wohnen und leben, wo wir wollen. Wir haben auch teilweise halbe Jahre in Thailand gelebt. Das hat uns sehr gut gefallen. Und während dieser Pandemie kam dann irgendwie so dieses Gefühl, oh, jetzt wird es aber ziemlich eng in Deutschland. Und nachdem dann der erste Shutdown vorbei war, habe ich zum Alberto gesagt, Alberto, ich glaube, wir müssen los, weil wenn wir jetzt nicht gehen, kommen wir hier nicht mehr weg. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht da nicht mehr weiter, es kommt noch, irgendwas kommt. Und dann hat er gesagt, was machen wir? Laufen wir Italien oder was machen wir? Und dann waren uns Freunde von uns, die hatten sich auf den Kanarischen Inseln eine Finca gekauft und die haben immer gesagt, kommt uns besuchen, kommt uns besuchen. Und dann habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn wir anstelle Italien oder wir laufen Italien, Spanien und laufen einfach. Wir laufen nach Italien und dann nach Spanien und dann fliegen wir oder setzen wir über auf die Kanaren und schauen uns mal an, wo die liegen. Okay, und dann haben wir uns so die Route ausgedacht und hin und her und irgendwie in Deutschland wurde es immer enger und die zweite Pandemie, Shutdown, machte sich schon auf den Weg. Und dann haben wir unsere Route über Italien nach Spanien verkürzt und haben gesagt, weißt du was, wir laufen direkt nach Spanien. Wir laufen über den Jakobsweg, wir gucken mal, wo die Pilgerwege sind, da sind wir vielleicht ein bisschen sicherer, falls wieder ein Shutdown kommt und dann laufen wir nach Spanien. Okay, dann haben wir das Datum festgelegt, 7. August 2020, weil am 7. August hat mein Papa Geburtstag, der ist damals 87 geworden und da haben wir gedacht, das ist ein gutes Datum, wir laufen los am 7.8. morgens um 6 Uhr gehen wir hier aus dem Haus und kommen nicht mehr zurück, wahrscheinlich. Und dann haben wir alles in Bewegung gesetzt, haben alles verschenkt, alles verkauft, alles abgegeben, alles abgespeckt, alles, was wir hatten und haben uns einen Joggerwagen für Kinder gekauft. Wenn du so ein Kind hast, hast du einen Joggerwagen, weil wir gedacht haben, okay, wir haben ja doch noch vielleicht ein bisschen mehr, wir wollten auch nichts tragen. Da kommt alles rein, einschließlich Zelt, Schlafsäcke, alles kommt da rein und dann schieben wir und gehen aus dem Haus raus und laufen Richtung Spanien. Und dann haben wir das Ganze wirklich so genannt, Auswandern wörtlich genommen. Und sogar Fox hat uns begleitet, weil die haben uns irgendwie, weil wir im Internet dann, wir hatten Gruppen dann schon gebildet, haben gesagt, wir machen das und hin und her und hatten auch einen ziemlich großen Zuspruch. Und dann haben die uns angefragt, sie können zwar momentan nicht filmen, aber sie würden das gerne begleiten und wären gerne in der Gruppe, die waren dann in unserer Gruppe mit drin. Und wenn es dann soweit ist, dass sie wieder filmen können vor Ort, würden sie uns dann irgendwo treffen und würden dann mit uns Interviews machen und so. Okay, also die auch noch mit an Bord. Und dann sind wir am 7.8. wirklich morgens um 6 Uhr aus dem Haus raus. Die Wohnung war so, das hatten wir mit unserem Vermieter so abgesprochen, diese kleine Wohnung, was ja nur ein Zimmer, Küche, Bad war, war so leer. Also da waren wirklich nur die Möbel und alles drin. Wir hatten alles weg, so als wenn wir nicht mehr wiederkommen. Aber wir hatten noch einen Mietvertrag für 2 Monate. Und er hat gesagt, er hält uns die Wohnung, falls wir es nicht schaffen und doch wieder zurück wollen, hält er uns die Wohnung bis April 2021, brauchen wir nicht zu bezahlen. Ja, okay. Das sind alles so kleine Dinge, die einfach wie ein Geschenk vom Universum, was uns begleitet hat. Wir müssen dazu sagen, wir sind auch wirklich sehr geführt. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die wünschen wir zwei uns und sie gehen in Erfüllung. Und dann bedanken wir uns immer ganz voller Demut, weil es ist manchmal gar nicht auszuhalten, weil man weiß ja gar nicht, was passiert. Ja, und dann sind wir los. Und war eine schwierige Auswanderung, muss man sagen, weil die erstens mal, der zweite Shutdown kam immer näher. Die Menschen waren alle irritiert, die wir getroffen haben unterwegs. Und wir hatten diesen Schiebewagen, der nicht für die Reise, die wir vorher hatten, gedacht war. Also wir haben dann auch auf der Hälfte des Weges haben wir dann umgeswitcht, haben uns 2 Rucksäcke gekauft, haben unsere Sachen da rein, teilweise Sachen abgespeckt bei den Kindern vom Alberto gelassen, weil wir konnten die Wanderwege, die wir laufen wollten, nicht mit diesem Wagen laufen. Das war unheimlich schwierig. Und wir sind losgelaufen und es kam eine Hitzewelle. Also wir hatten 40, 42, manchmal mehr Grad.
am Tag, wenn wir gelaufen sind. Das war also wirklich richtig hardcore. Und der Sinn hinter der Reise war eigentlich auch zu zeigen, du brauchst nicht viel, es geht ohne alles. Du kannst auch deine Reisen zu Fuß machen und du kannst dich auch vom Wegesrand ernähren. Das kam dann noch dazu. Wir wollten also Wildkräuter essen. Wir hatten ein paar Nahrungsergänzungen dabei. Wir hatten frisches Wasser dabei und wir wollten eigentlich zeigen, das geht auch. Und wir wollten Pluspunkte beim Universum einlaufen, weil wir nämlich dann irgendwann das Flugzeug nehmen wollten und fliegen wollten. Einfach diese ganzen Themen mit behandeln. Okay, ja. Und dann kam eben ein Schritt nach dem anderen. Wir sind dann insgesamt über 700 Kilometer gelaufen, haben draußen geschlafen, im Zelt, im Wald, in der heißesten Zeit von 2020, weil es war wirklich irrsinnig heiß. An jedem Wald, wo du hinkamst, standen Schilder, betreten auf eigene Gefahr, weil die ganzen Bäume vertrocknet waren. Sie waren es lagen überall solche Äste auf dem Weg. Wir kamen teilweise gar nicht weiter. Wir mussten dann durch den Wald laufen, weil die Bäume einfach nur umgefallen sind vor lauter Trockenheit. Es schaut viel schlimmer aus im Herzen Deutschlands in den Wäldern, als man vielleicht annimmt. Also das war auch eine ganz große Ernüchterung für uns. Also wir haben aber trotzdem im Wald geschlafen, auch wenn man es nicht durfte. Und es waren wirklich teilweise schlaflose Nächte, vor allen Dingen für mich, weil ich eben so feinfühlig, hellhörig bin und dann ich habe immer die Bäume um mich rum runterfallen hören und knarren hören und das war also alles nicht so toll. Aber das Schlimmste war eigentlich, es kam der zweite Shutdown, während dem wir noch unterwegs waren und wir sind durch Ostdeutschland gelaufen, also durch den ostdeutschen Bereich von Deutschland, das ehemalige Ostdeutschland. Wir haben teilweise gar kein Geschäft gefunden, wo wir hätten Wasser kaufen können. Also wir sind teilweise Kilometer gelaufen ohne Wasser, haben dann bei den Leuten an der Tür geklingelt und haben gefragt, ob sie uns Wasser geben können. Haben dann auch die Geschichten von den Menschen mit aufgenommen, die in den kleinen Orten gelebt haben, wo du gesehen hast, da war früher Leben, da war Geschäfte, da war alles. Und wir haben dann gefragt, ja, ist das jetzt nach dem Mauerfall ist es so gekommen oder ist das durch die Pandemie? Und die meisten haben uns wirklich gesagt, dass bis vor der Pandemie war noch Leben im Ort, aber durch die Pandemie sind ganz viele kaputt gegangen, weggegangen, ausgewandert schon, weil es gar nicht mehr haltbar war in den kleinen Orten. Und es hat unser ganzes Vorhaben mit dem vom Wegesrand essen und so ganz naturnah zu leben, total durcheinander gebracht. Wir waren wirklich, also das war wirklich eine Reise der Ernüchterung auch ein wenig und der Traurigkeit auch. Also wir haben auch viel Traurigkeit aufgenommen von den Menschen. Wir haben wundervolle Menschen kennengelernt, alle total hilfsbereit. Natürlich klar, weil so zwei wie wir, die da ankommen, und auswandern wörtlich nehmen in einer Zeit, wo wirklich jeder nicht genau weiß, wo er hingehört. Das war schon auch ein Thema für viele. Also wir haben viele Gespräche geführt, wir haben viele Geschichten gehört und ja, das war eine sehr, sehr bewegende Zeit in unserem Leben. Aber wir sind im Endeffekt bis Frankreich gekommen. Dann kam der zweite Shutdown. Es war alles dicht. Wir haben nicht mehr die Grenze passieren können. Wir konnten nicht mal mehr einen Zug nehmen, weil wir wollten ja nicht fliegen. Wir haben auch keinen Bus mehr gekriegt und mussten dann kurz vor der französischen Grenze, wurde es auch schon ziemlich kalt nachts zu schlafen, sind wir dann zurück nach Frankfurt mit einem Bus noch und zu den Kindern, die leben dort und haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Und Alberto sagte, ja, dann fliegen wir jetzt nach Spanien, dass wir wenigstens schon mal in Spanien sind, weil noch einen Shutdown in Deutschland wollten wir nicht. Wir wollten schon weg sein dann. Und haben dann wirklich noch von Frankfurt den letzten Flug nach Malaga erwischt. Und Malaga, warum Malaga? Ich sage, wo fliegen wir denn hin? Und er sagt, ja, fliegen wir nach Malaga, da gibt es noch einen Flug. Das Eis schmeckt doch ganz gut. Ne? Malaga-Eis ist doch nicht schlecht. Aber so, okay, dann gehen wir nach Malaga Eis essen. Ne? Okay, wir also mit unseren zwei Rucksäcken ins Flugzeug nach Malaga und dann war alles zu. Es war alles zu. Das Problem war natürlich, es gab auch keine Hotels. Also das war mir schon klar in Deutschland dann. Und dann habe ich mich halt hingesetzt noch bei den Kids und habe mir Gruppen gesucht in Facebook, Deutsche in Spanien und Deutsche in Malaga und was da alles so gibt. Und habe dann da reingeschrieben, also gibt es jemand, kennt jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Haussitter braucht? Das war so die Idee, die ich hatte. Und daraus ist dann ja, unser Aufenthalt geworden
9 Monate lang hier, wo wir jetzt auch sind, in Torrox Costa, direkt am Meer, oben in einer Penthouse-Wohnung, direkt am Meer, 9 Monate lang. Wir wollten eigentlich nur eine Woche bleiben und es wurden dann 9 Monate. Ja. Und unsere Reise hat dann hier in Andalusien geendet. Es ging dann nicht weiter auf die Kanaren, ne? Ihr seid jetzt, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da machen wir ja auch ein Video darüber. Ja. Das Ding, so ein ganz alternatives, wunderbares Lebensmodell. Ja. Da haben wir schon einiges erzählt. Da machen wir auch noch ein Video, da gibt es auch, weil das ist einfach so schön, so ein separates Thema, ne? Das ist die Hintergründe auch und was ihr da so alles erlebt. Also das finde ich wirklich so faszinierend. Für mich wäre es jetzt mit jugendlichen Kindern und Hund, wäre das jetzt nicht so praktisch, aber für euch ist perfekt, ja. Perfekt, ja. Und unsere Auswanderung war dann eigentlich auch so, wir haben nach einem Monat haben wir dann schon unsere Wohnung gekündigt. Wir wussten, wir kommen nicht zurück. Und haben mit unserem Hausvermieter gesprochen und er hat uns dann auch sogar noch die Miete erlassen für einen Monat, weil wir müssen dazu sagen, wir sind nicht ausgewandert mit einem Geldpolster. Wir haben durch unsere Arbeit übers Internet, wir haben so ein kleines Netzwerk gehabt und Beratungen gemacht und Nahrungsergänzung und Affiliate und Network Marketing und haben so ungefähr von 400 bis 700 Euro manchmal im Monat verdient. Und am Ende dann durch die Pandemie waren es dann so ungefähr 400. Man kann sagen, wir haben von 400 Euro gelebt, wir zwei. Das ist für uns alles möglich, ist überhaupt kein Problem. Also wir hatten auch keine Rücklagen oder was. Also auch das nicht, sondern wir sind wirklich losgezogen, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach laufen. Es war noch ein Aspekt dabei, wir haben gemerkt, durch das viele in Deutschland verweilen und immer wieder gucken, dass man über die Runden kommt, Miete und dieses und jenes, was du so alles hast, haben wir irgendwie den Anschluss an die Geschichten verloren. Also wir hatten Geschichten, wir waren 6 Monate in Thailand 3-mal und haben dort gelebt, in Malaysia. Wir haben viel in Italien gelebt, immer wieder zurück. Wir sind so ein bisschen so wie Zigeuner, immer wieder geguckt, wo gehören wir eigentlich hin und haben bestimmt auch viel zu erzählen gehabt durch unser Leben, was wir so machen und so. Aber irgendwann hat es aufgehört, wir hatten keine Geschichten mehr zu erzählen. Immer nur die alten Geschichten. Verstehst du, was ich meine? So dieses neue Erleben, das war gar nicht mehr da, weil es war fast so wie, okay, jetzt gehen wir arbeiten. Wir haben dann noch so einen 450-Euro-Job gehabt, jeden, um die Miete zu bezahlen und dies und das. Aber es war irgendwie nicht mehr so wie wir eigentlich sind, so schillernd. Ja, und voller Erzählung und Leben und so. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, wir brauchen neue Geschichten. Und deswegen wollten wir auswandern. Und als wir dann in Malaga ankamen, hat sich so ein Puzzleteil zum anderen gefügt. Wir fühlen uns unheimlich wohl hier in Andalusien und wir sind jetzt schon 2 Jahre hier. Wir waren zwischendurch mal auf den Kanarischen Inseln, aber immer noch nicht bei unseren italienischen Freunden auf Palma, weil als wir dorthin wollten, ist gerade der Vulkan ausgebrochen. Und irgendwie haben wir beide das Gefühl, das ist noch nicht die Zeit für da. Wir müssen irgendwie noch hier bleiben. Wir haben auch hier mehr Freunde in 2 Jahren gefunden, wie wir in Berlin in 3 Jahren gefunden haben. Viel, viel mehr Freunde. Viel, viel mehr bekannte Freunde, liebe Menschen und alles. Und vor allen Dingen einen Haufen Geschichten in unserem Rucksack. Das ist einfach, es hat sich wirklich gelohnt zu gehen, auch ohne doppelten Boden und Netz. Wir haben es einfach gemacht und es hat sich rentiert. Ja, absolut. Ja, es ist natürlich auch eine sehr herausfordernde Auswanderung gewesen, auch durch diese ganzen Pandemiebedingungen. Also absolut. Seid ihr oft dann an eure Grenzen teilweise gekommen, ne? Und habt auch ganz viel über euch selbst lernen dürfen. Und ja, also das einmal, aber vor allen Dingen auch körperliche Grenzen, muss man sagen, weil wir sind ja am Tag mindestens 20 Kilometer, manchmal fast 40 Kilometer gelaufen in dieser unheimlichen Hitze, weil wir eben durch diese kleinen Orte gegangen sind. Und wenn du kein Wasser hast, läufst du einfach weiter, du musst weiterlaufen. Wenn du dann auch einen Schlafplatz suchen, das muss ja alles auch irgendwie passen. Und es war schon manchmal grenzwertig. Wir haben zwischendurch auch übernachtet, weil ich eben nicht richtig schlafen konnte draußen. Und dann sind wir irgendwo und haben uns eine kleine Pension oder so ein Trucker-Hotel, wo eigentlich normalerweise nur die Fernfahrer wohnen. Das sind alles so Dinge, wo wir reingekommen sind. Das kannten wir alles noch gar nicht. Und wir sind überall liebevoll aufgenommen worden. Wir haben ganz tolle Dinge erlebt und Menschen kennengelernt, die uns... Wir sind einmal in eine kleine Stadt gekommen,
Ich habe nicht mehr gekonnt, ich war wirklich am Ende. Dann sind wir noch, wie viel, ich glaube 20 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen. Und als wir das gemerkt haben, hatte ich fast wie einen Nervenzusammenbruch, weil es ging einfach nicht mehr. Ich habe mich hingesetzt und meine Aussage war, Alberto, ich gehe jetzt nach Berlin auf den Wertstoffhof und hole mir meine Matratze wieder. Das war so meine Vision, ich will wieder in mein Bett, ich will nur schlafen. Und dann mein Alberto hat mich dann genommen und da war dann eine Bushaltestelle, dann sind wir zurück und dann haben wir ein kleines Hotel gefunden. Da hatte ich dann, haben wir in der Gruppe geschrieben, Leute, wo gibt es denn hier ein kleines Hotel, wo wir jetzt noch übernachten können, weil es war ja fast alles zu, es war nichts mehr offen. Und dann waren so viele in dem Ort, die uns dann geantwortet haben, geh doch mal zu dem und frag doch mal hier und willst du sie nicht aufnehmen, die sind doch goldig und guck doch mal und hier. Und dann haben wir jemanden gefunden, der hatte so eine kleine Pension, da haben wir gewohnt und gehen den nächsten Tag Kaffee trinken in einem Café, was offen hatte. Und da kommt die Frau aus der Küche und sagt, Mensch, ihr seid doch die von Facebook. Ich habe euch gesehen, habt ihr was zum Übernachten gefunden? Und wir so, nee, das gibt's ja gar nicht. Ne? So toll irgendwie. Ja, und das ist so, so viele Geschenke, die man dann kriegt auf diesem Weg, die durch eine Zeit ging, die so, so schwer war für uns alle. Also für uns war es eine ganz besondere Zeit, aber für die Menschen um uns herum eine richtig schwierige Zeit. Und je weiter weg wir auch dann jetzt von Deutschland gekommen sind, haben wir gemerkt, wie schwer es in Deutschland geworden ist. Unsere ganzen Bekannten und so, wie schwer sie es dort haben und wie leicht wir es hier haben. Ja. Ja, genau, deswegen hast du auch gesagt, ihr seid immer in totaler Demut und Dankbarkeit, wo ja, ihr absolut. Jetzt für ein Leben führen könnt, was ja. Wir dann in einem anderen Video besprechen mit dem House-Sitting, wie das so abläuft und an welchen schönen Orten ihr seid. Ja. Was eigentlich bedeutet House-Sitting und warum man das in Spanien machen kann, warum ja. Das in Deutschland gar nicht so verbreitet ist. Da gibt es ja auch immer noch so einen Hintergrund, warum das eben in Spanien ganz gut geht und euch auch so ein schönes, freies Leben ermöglicht. Ja, absolut. Ja. Und unser Gedanke ist eigentlich jetzt, wir warten mal ab, was jetzt diesen Winter kommt und so. Wir leben ja jetzt hier und passen eben auf das Haus oder die Häuser auf und wollen dann vielleicht nächstes Jahr mal schauen, wie es wird, auch mal wieder loslaufen und werden dann vielleicht doch nochmal die Runde zurück machen, weil wir wollen ja auch mal nach Deutschland. Mein Vater ist mittlerweile 89. Ich habe ihn seit 2 Jahren nicht gesehen. Wir haben die Kinder seit 2 Jahren nicht gesehen, also von Alberto unsere Enkelkinder nicht gesehen. Das wird Zeit. Wir sehen uns zwar hier per Zoom, es ist ja alles möglich. Die Welt ist ja gut vernetzt. Aber das ist so der Weg, dass wir einfach dann vielleicht mal so über Italien zurücklaufen nach Deutschland und dann schließt sich wieder der Kreis. Ja, mal gucken. Ein guter Plan. Hoffen wir einfach, dass die Umstände ermöglichen. Ja, ja, hoffen wir das. Ja, auch für alle, die gerne laufend unterwegs sind. Also es gibt genügend Foren im Internet, wo ihr Menschen finden könnt, die auf langen Wegen unterwegs sind. Also es gibt ganz viele, wir haben auch viele kennengelernt durch das Internet, die Langstreckenläufer sind und einfach ihr Zuhause auch hinter sich gelassen haben. Unterwegs sind vielleicht nicht so ganz so extrem wie wir, dass man dann auch alles aufgibt und ja, hinter sich lässt. Aber schon gibt es viele, die unterwegs sind in dieser Welt, in dieser Zeit. Es ist unwahrscheinlich. Manchmal ist es auch ganz gut zu sehen, wie wenig man überhaupt braucht, um glücklich zu sein. Ja. Ja, das spielt auch wieder der Minimalismus rein. Ihr habt euch ja so frei gemacht von Dingen, ja. Von die man manche so haften. Ne? Da habt ihr euch, hast mir erzählt, ihr habt eigentlich nur 2 Rucksäcke und so ein Rolli, so, wo ihr so warme Sachen. Ja, wir haben jetzt mittlerweile nur noch 2 Rucksäcke, 2 kleinere Rucksäcke. Und dann haben wir immer eine Tasche dabei, noch wo Computer und das alles drin sind. Also weil das ist unser Handwerkzeug, unser Geschäft, weil wir arbeiten ja übers Internet. Und da sind dann diese Sachen drin, wo wir immer sagen, das ist unsere Bürotasche, das ist unser Büro. Und das ist alles, was wir mitnehmen und was wir haben, ja. Das ist klasse. Und wir haben auch so von den Klamotten her, wir tauschen die immer. Also wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Hemden. Und mal siehst du dann den Alberto mit dem hellblauen und manchmal siehst du mich mit dem hellblauen. Und mittlerweile trage ich seine Hosen, aber die sind beim Waschen eingelaufen und deswegen passen die mir. Und also so ist das natürlich genial, weil ja, Beziehung passt halt. Ja. Ja. Ihr seid ja auch schon seit 30 Jahren verheiratet, ne? Wir sind 30 Jahre zusammen, nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. Also wir haben nächstes Jahr silberne Hochzeit sozusagen. 30 Jahre zusammen. Also wir sind dauerverliebt seit 30 Jahren und sind auch eigentlich seit dieser Zeit 24/7 zusammen, arbeiten zusammen, machen alles zusammen. Ja.
Nur so. Ähnlich sehen wir uns noch nicht. Also das, das noch nicht. Aber es ist auch, es ist auch ein großes Geschenk, was ihr lebt. Ne? Absolut. Ja, aber da sind wir auch, das ist für uns das größte Geschenk. Das größte. Ich beide. Ja. Da kriege ich auch mal Gänsehaut, wenn du das erzählt hast, so war das. Das war das größte Geschenk, was man im Leben haben kann. Ne? Ja, alle materiellen Werte sind nichts dagegen. Nein, das ist der größte Gewinn, den du haben kannst, weil daraus, ich glaube, ich meine Liebe, das kennt jeder. Wir sehen das an Kindern, wenn wir manchmal Babys anschauen, die gucken uns an und strahlen uns an, als wenn sie uns erkennen würden, dass das passt. Oder wenn wir uns küssen und dann die Kinder lachen dann so oder gucken uns dann so an und machen so, die erkennen, Kinder erkennen Liebe, also können sie erkennen, Schönheit und Liebe, habe ich gesehen, können sie erkennen, und bei uns ist es halt die Liebe, auch die Menschen, die uns entgegenkommen, wie oft werden wir angelacht oder sogar angesprochen, weil das scheinbar nach außen hin wirkt, wir sehen das gar nicht, wir spüren ja unser Miteinander, aber wie wir jetzt nach außen wirken, das können wir gar nicht erkennen, ja, das ist auch so schön. Schön, und deshalb, ja, und das ist natürlich umso leichter, so einen Weg dann auch gemeinsam zu gehen, auch durch Herausforderungen. Ne? Absolut. Es ist auch immer wieder wichtig für uns, das nachzufragen, also jeder sich selbst und jeder den anderen, wo wärst du, wenn ich heute nicht hier wäre? Also das ist ja auch immer eine ganz wichtige Frage. Wäre ich jetzt hier in Andalusien, wenn Alberto nicht wäre? Ja, ich wäre auch hier. Und ich glaube, vielleicht Alberto wäre vielleicht auch hier, aber ich glaube, er wäre einfach unterwegs, weil er noch mehr unterwegs ist. Ich bin auch schon gerne jetzt hier, aber ich würde wahrscheinlich auch hier bleiben, hier im Süden. Mir gefällt es hier sehr gut. Und zusammen ist dann nochmal was anderes, weil zusammen ist man hier und er wäre vielleicht mehr unterwegs und ich wäre vielleicht auch hier, aber dann vielleicht auch mal woanders. Also so, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch immer zu hinterfragen. Ist das, was ich momentan lebe, das, was ich wirklich will? In der Beziehung auch, ne? Ja. Liebe Karin, ich danke dir sehr für die Einblicke. Danke dir. So, ja. Ich kriege dann oft immer Gänsehaut, wenn du erzählst. Und es ist einfach so schön, dass du jetzt mal für meine Gemeinschaft hier, für meinen YouTube-Kanal mal so Einblicke hast, wie das ist, wenn man Auswandern wörtlich nimmt und dann auch noch wirklich sehr großen Herausforderungen gegenübersteht, ne? Was ja so geplant war. Aber dass es möglich ist, Auswandern wörtlich zu nehmen, ne? Dass man wirklich. Und dass es auch möglich ist, weil es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wie man auch sein Leben bestreiten kann. Also jetzt auch gerade durchs Internet. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten, jetzt nicht nur selbstständig übers Internet zu arbeiten, sondern auch mit einer Bindung, vielleicht aus Sicherheitsgründen, weil nicht jeder kann so frei denken, wie wir das vielleicht können. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn da Fragen sind, immer gerne einfach melden. Ja. Ja. Okay, liebe Karin, vielen Dank. Es wird auch jetzt hier für meine Gemeinschaft, es wird auch noch mindestens 1-2 Videos mit dir geben. Vielleicht auch mal mit Alberto, das hat mir auch empfohlen. Gerade über die Rohkostpioniere, ne, wie weit die schon zurückreichen, dass so viele alte Schriften sind gar nicht mehr so zugänglich oder beziehungsweise wissen die Menschen gar nicht mehr, was man. Vor 100 Jahren gab es ja Fastenkuren, die Menschen wurden mit Rohkost geheilt, das ist ja alles verschwunden. Also das ist vieles wertvolles altes Wissen. Und da hast du mir heute gesagt, da weiß der Alberto. Absolut, der hat dieses Gedächtnis dafür. Ich bin mehr der Bauchmensch, aber er kann diese ganzen Bücher, was er gelesen hat und womit er sich beschäftigt hat, das ist für ihn auch ganz wichtig, diese alten Pioniere. Man merkt dann auch richtig, wie er die liebt und verehrt. Und das ist ganz toll. Ja. Genau. Ein schönes Wissen, was er trägt. Ja. 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 Gerade wenn man so die Rohkost so hoch hält oder merkt, was die Rohkosternährung mit einem gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht mehr 100% ist, sondern in wichtigen Teilen der Ernährung ausmacht und auch phasenweise immer noch besteht, was damit möglich ist, was viel mehr Menschen machen würden. Und deswegen freue ich mich dann auch sehr auf das Gespräch, was da so verborgen ist noch. Ja. Oder die Rohkostpioniere, genau. Ja, gerne, gerne. Liebe Silke, danke auch für deine Arbeit. Ich wollte es jetzt nochmal ganz explizit sagen, weil du bist so ein schönes Beispiel. So ein großes Beispiel. Ja. Ich danke dir. Und ja, für die Zuschauer gern eure Gedanken, Meinungen, was ihr von Karens und Albertos Erfahrung haltet mit diesem Auswandern wörtlich nehmen. Ja, hinterlasst gern eure Kommentare unter diesem Video. Wir freuen uns über regen Austausch, vielleicht auch eigene Erfahrungen, wenn ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht habt, dann gern einfach mit unten in die Kommentare reinschreiben. Wir freuen uns. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald.